Herzlich willkommen bei Beamer for You. Im Hintergrund seht ihr schon die Kauber Hochkontrast-Leinwand. Und zwar ist das eine besondere Leinwand. Sie hat nämlich eine Mikroperforation, das heißt, die Leinwand ist schalltransparent. Auf dem Markt gibt es nicht so viele schalltransparente Hochkontrast-Leinwände und deswegen finde ich, das ist ein spannendes Produkt. Ich habe die Leinwand vermessen, den Gainwert ermittelt. Ich habe auch hier Audiosignale durch die Leinwand durchgeschickt und habe gemessen, wie ist es vorher, hinterher, und das alles möchte ich euch zeigen. Vorneweg möchte ich sagen, die Leinwand hat einen Gainwert von 1,0 und das ist wirklich ein realer Gainwert. Wenn man mal so schaut, es gibt nicht so viele Leinwände, die auch als schalltransparente Leinwand einen Gainwert von 1,0 haben. Deswegen bin ich hier ja ganz glücklich, dass hier der Gainwert doch 1,0 beträgt und eben nicht tiefer, weil tiefer Gainwert bedeutet eben auch dunkleres Bild und das muss nicht unbedingt sein. Wie funktioniert so eine Hochkontrastleinwand? Ist vielleicht auch noch so ein Thema. Und zwar, ich sage immer, das sind eigentlich drei Faktoren, die hier greifen. Das ist einmal diese dunkle Tönung. Die dunkle Tönung kommt im Schwarzwert vom Beamer entgegen. Beamer kann ja kein Schwarz darstellen, deswegen, wenn die Tönung dann eben entsprechend dunkler ist, dann ist es schon mal sehr, sehr positiv. Dann hat die Leinwand aber auch eine Gain-Beschichtung. Die Gain-Beschichtung bedeutet, dass der Reflexionswert wieder nach oben getrieben wird, in diesem Fall eben auf 1,0. Und dann eben noch die Richtwirkung von der Leinwand, dass eben entsprechend Licht von der Seite, wie jetzt hier die Strahler zum Beispiel, die ich hier in dem Showroom hier auf die Leinwand strahlen lasse, das Licht wird nicht voll aufgenommen, sondern nur zum Teil gefiltert aufgenommen und gleichzeitig strahlt die Leinwand oder reflektiert die Leinwand entsprechend auch wenig Licht an die Seite oder nach unten oder nach oben. Und diese drei Faktoren, die greifen, und deswegen ist der Kontrast mit einer Hochkontrastleinwand in einem Wohnzimmerheimkino eben so viel besser wie auf einer weißen Leinwand. Jetzt schauen wir uns aber ein paar Filmszenen bzw. ein paar Bilder an, wo ich nochmal zeigen will, wie es funktioniert. Und dann komme ich nochmal ins Bild. So, jetzt möchten wir uns ein paar Bildsequenzen anschauen. Ihr seht, ich habe hier so ein weißes Tuch als Referenz, das man so ein bisschen vergleichen kann, hier eingefügt in den Rahmen. Lichtbedingungen sind jetzt momentan so, dass hier eben vom Schaufenster Licht reinkommt. Heute haben wir einen trüben Tag, also kein Sonnenlicht. Dann habe ich hier seitlich Strahler positioniert, die in diese Richtung auf die Leinwand runterstrahlen. Und noch etwas Licht hier im vorderen Feld. So sind die Lichtbedingungen. Später werde ich dann aber auch nochmal den Vorhang zumachen, Licht ausmachen. Aber es ist immer schwierig, mit der Kamera einzufangen. Das müsst ihr berücksichtigen, weil dann eben die Belichtung von der Kamera vielleicht auch das eine oder andere etwas verfälscht. Und ich will in meinem Video gar nichts verfälschen, weil das, was ich hier euch erzähle, da möchte ich dahinter stehen. Und ihr sollt euch das auch gerne live anschauen und dann sagen, ja, das stimmt wirklich, was der Thomas hier erzählt hat. Okay, steigen wir ein. Was wir jetzt sehen, ist hier wieder der Klassiker, sozusagen die Skyline. Ich kann sie auch ein bisschen verschieben. Soll einfach nur zeigen, das Hochkontrasttuch funktioniert auch richtig gut. So. Fahren wir den ein bisschen runter. Also ich denke, es macht schon mehr Spaß mit Hochkontrastleinwand unter diesen Bedingungen. Also unter diesen Lichtbedingungen, wie sie jetzt gerade hier sind, könnte man schon einen Film genießen oder Fußball schauen. Das funktioniert schon richtig gut, auch mit einfallendem Licht. Wenn es die Sonne natürlich hier reinstrahlen würde, dann wird es schwierig. Ja, hier haben wir so ein bisschen alles in diesem Bild. Diese helle Lampe, dieser Strahler und dann entsprechend eben auch noch dieser dunkle Hintergrund. Jetzt haben wir mal den Strahler auf dem weißen Tuch.
jetzt auf dem Hochkontrasttuch. Ja, aber das ist eben genau der Punkt. Hier sehe ich eigentlich gar nichts mehr. Hier sehe ich eigentlich nur noch weiß. Und das ist natürlich nicht besonders gut. Fahren wir noch den Brückenkopf ins Bild, wenn es geht. Ja, geht. So, nehmen wir noch mal den Leopard. Aber jetzt werde ich die Lichtbedingung mal realistischer machen. Und zwar fahre ich mal den Schaufenstervorhang zu, dass wir hier weniger Licht haben. Und dann schauen wir einfach mal, was passiert. So, jetzt ist es also merklich dunkler. Und jetzt verschiebe ich weiter das Bild. Also wir haben jetzt hier nur die seitlichen Strahler noch an. Und hier ist auch noch eine schwache Deckenbeleuchtung. So, jetzt schauen wir uns den Planet Clip an. Hier haben wir also einen hellen Feuerball und außenrum soll richtig schön Weltall dargestellt werden. Und wenn man die richtige Leinwand hat, funktioniert es auch ganz gut. Mit einem normalen weißen Tuch unter diesen Lichtverhältnissen jetzt hier funktioniert es eben nicht, weil so ein Schwarzwert will man natürlich nicht haben. Vielleicht noch eine Anmerkung von mir, Farbneutralität. Was man hier bei dieser kleinen Leinwand jetzt nicht sehen kann, aber wenn ich das hier auf der großen Leinwand im Hintergrund den Gästen hier zeige, dann kann man wahrnehmen, dass eben durch diesen hellen Feuerball auch wieder Licht in den Raum gestrahlt wird oder reflektiert wird. Das Licht kommt zurück, kommt aufs Weltall und was passiert dann? Dann wird eben dieses Weltall dezent orange. Das ist auf den ersten Blick vielleicht nicht so wahrnehmbar, aber wenn man genauer hinguckt, ist es so. Und deswegen finde ich so eine Hochkontrastleinwand, auch was das angeht, was die Farbechtheit angeht, oftmals sogar besser als eine weiße Leinwand. Also man kann das wirklich im direkten Vergleich, wenn ich hier so eine weiße Leinwand runterfahre, vor die große Leinwand, kann man das also wirklich sehr gut wahrnehmen. Das nur nebenbei angemerkt. Ja, ich denke, wir haben jetzt alle gesehen, die Leinwand funktioniert richtig gut. Die Leinwand hat einen Gainwert von 1,0. Im Audiobereich funktioniert sie auch wirklich sehr, sehr gut. Also sie ist wirklich sehr schalltransparent. Das zeigen hier meine Messungen. Ja, was gibt es noch zu der Leinwand zu sagen? Ein Manko hat die Leinwand. Das möchte ich euch nicht verschweigen. Und zwar liegt es hier an der Mikroperforation. Die Mikroperforation bei dieser Leinwand, die ist, wie soll ich mich da ausdrücken, vielleicht etwas grob geraten. Also es gibt durchaus Tücher, die hier etwas kleinere Löcher haben. Und das hat eben zur Folge, dass man diese Leinwand, wenn man zu dicht auf dieser Leinwand sitzt, dass man dann eben in hellen Szenen, also zum Beispiel in einer Wolke, sieht man dann unter Umständen diese Mini-Löcher. Und das ist das einzigste Manko, das ich im Moment bei dieser Leinwand feststellen kann. Und da muss man sich natürlich überlegen, passt es bei mir oder passt es nicht. Also wenn ihr 2 Meter Sitzabstand habt, dann würde ich die Leinwand nicht empfehlen. Es müsste schon so in Richtung 4 Meter gehen. Aber das ist natürlich sehr individuell. Es kommt darauf an, wie ist meine Sehschärfe, wie ist mein Empfinden. Den einen stört es, den anderen stört es vielleicht überhaupt nicht. Aber ich möchte es euch einfach mitteilen. Hier muss man ein bisschen drauf schauen, passt es bei mir für meine Situation, ja oder nein. Welche Ausführungen gibt es hier von dieser Leinwand? Was ihr jetzt hier seht, ist wie gesagt eine kleine Testleinwand. Das ist ein Aluminiumrahmen.
der hier auf Gehrung geschnitten ist. Und dann wird das Tuch eben entsprechend hinten aufgespannt mit Clips. Dann gibt es noch die Ausführung, die ihr hier im hinteren Bereich seht. Das ist jetzt die Light-Version. Das bedeutet, ich habe hier einen 2,5 cm Rahmen. Und wenn man jetzt hier den Rahmen weglassen würde, dann hätte ich sozusagen diese Edge-Free-Variante. Also diese drei Varianten wird es geben. Ja, es gibt auch noch die Curved-Variante, genau. Die wäre bestimmt auch bestellbar. So, das war's von meiner Seite. Jetzt seid ihr dran. Macht's gut. Ciao.